irgendwo in der Mitte oder so. Ja, ein riesengroßer Raum, wo nichts drin ist, nicht mal Möbel. Könnte ein Reinfall werden. Aber ich habe da schon was gefunden. Ein Sack, ein Basic Bandana. Hier liegt eine Waffe und ich kann sie nie aufheben, ne? Keine Warum? Ahnung. Frag mich bitte nicht. Ist sie zu groß oder was? Nee. Macht er nicht. Macht er einfach nicht. Ich kann höchstens mal versuchen. Aber was ist denn das überhaupt für eine? Nee, macht er nicht. Die Machete mit, die ist besser. Broken Wooden. Ich habe keinen Platz, ich habe nicht mal Platz für ein T-Shirt. Mann, ich will einen scheiß Rucksack haben, ey, echt. Und die Beautycar. Ich habe 2 Dosen zu essen mit und bin vollgepackt, ey. Tactical Flashlight und Combat Knife. Tactical Flashlight habe ich ja schon. Ist Muni 380er. Können wir uns totschmeißen mit? Ja, wollte ich gerade sagen. Aber hier sieht das aus, als ob wir hier in diesen Motelräumen wenigstens mal was finden werden. Du bist immer noch in der Tanke? Auch was zu essen, aber ich kann es nicht aufnehmen, weil ich bin voll. Deswegen esse ich das jetzt alles. Ja, mach das. Ich habe auch noch 2 Dosen zu essen, wenn du möchtest. Ich habe auch noch mega viele Beeren. Eine Empty Bottle brauche ich auch nicht. Gut, ich bin hier durch. Mich ärgert, dass ich die Waffe nicht aufnehmen kann, ey. Aber es kann vielleicht sein, dass ich voll bin, ne? Warte mal, soll ich mal. Ich komm mal hin. Bleib mal da, dann komme ich mal hin. Vielleicht kann ich die aufnehmen. Ich komme durch den Hintereingang. Wo bist du Hier. denn? Ach da. Muss ich irgendwas fallen lassen? Was lasse ich denn fallen? Die Axt oder die Machete ist Gold wert. Die Axt kommt weg. Ich konnte sie Ja, aufnehmen. gut, dann ist das schon mal was. Ja. Was hast du da für eine? 3,80. Oh, geil. Oh, lecker. Davon haben wir genug. Ja. Gut, dann lass uns mal hier hinten raus. Drop mir hier mal die ganze Muni, die du da hast, von 3,80. Echt jetzt? Drop. Einzeln? Muss ich die alle einzeln? Ich bin der Meinung, du kannst sie auch zusammenfassen und dann droppen. Nee. Ne, scheiße. Na gut. Dann drop sie einzeln, wenn wir Zeit. So, 288. Das war schon. Okay, gut. 7 Schuss. Immerhin etwas. So, und dann war ich in dem linken, war ich schon drinne, in dem zweiten war ich auch schon drinne. Ist das ein Zombie? Nee, ist der Wind wahrscheinlich. In dem zweiten war ich auch schon drinne, dann können wir hier jetzt in den dritten. Gehst du in den In den vierten? vierten, ja. Hier sind zweimal Dosen, aber ich habe keinen Platz mehr. Ich kann das nicht mitnehmen. Es kann doch nicht sein. Kann man sich denn irgendwie einen fucking Rucksack mal craften, oder? Das stimmt, vielleicht kann man ja den wirklich craften irgendwie. Müsste eigentlich irgendwie gehen. Eine Hose, yay!
Ich bin schon ein weiter. Ja. Ist auch nix. Hier ist auch nur so viel Kleinkram, aber nichts irgendwie, wo man sagt jetzt, es ist krass, was man zu gebrauchen oder was man gebrauchen kann. Gern weiter. Ja, ich gehe hier rein. Weil die Tür noch zu, vielleicht heißt das was Gutes, aber sieht nicht so aus. Auch nur T-Shirts und so eine Scheiße. Das kann kein Mensch gebrauchen. Suchen wir uns nochmal durch den Wagen. Auch nichts. Gut, dann gehe ich jetzt mal in den Laden hier rein. Ja. Empty Bottle. Empty Bottle. Scrap of Clothes dreimal, das kann man immer mal gebrauchen. Noch was zu essen. Ja, Dosen haben wir jetzt, glaube ich, erstmal genug, ey. Ist nochmal Mom's Chunk Tuna in Water. Hat einer sein kleines Hüttchen gebaut. Bist du noch drin im Laden, oder? Nee, nee, ich bin jetzt raus und gehe jetzt auf die andere Straßenseite zu der Tankstelle. Hier ist ein Brecheisen. Cool, man kann die ganzen Kartons hier kaputt hauen, aber ich glaube nicht, dass da was drinne sein wird. Nee. Ich glaube, da kriegst du nur Footplanks, glaube ich. Wie heißen die? Woodplanks? Weiß nicht, habe ich noch nicht gesehen. Da so ein Brett hier ist das. Woodplank, ja. Ach so, damit können wir uns was bauen. Ja. Soll ich mal eins aufnehmen? Ich habe bestimmt keinen Platz. Nee. Discovery, Woodplank und Woodstick. Kann ich eine. Oh, mit einem. Nice. Mit einem Woodplank und einem Woodstick kann ich eine Tür machen. Okay. Brauchen wir nicht. No. Nee, aber dann haben wir immerhin schon mal eine Tür. Basic Shack? Warte mal, geil, Alter. Das muss ich jetzt mal gucken. Wir brauchen 20 Woodplanks und 10 Woodsticks. Dann können wir uns so ein, if not repaired this before. Dann können wir uns ein Basic Shack bauen. Also so ein kleines Häuschen. Und wenn wir dann noch 3 Woodplanks und 5 Woodsticks haben, können wir uns dafür auch eine Tür bauen. Aber kann man die alle aufnehmen? Nee, ich bin der Meinung nämlich nicht, weil wir dafür gar keinen Platz haben. Ja, ne? Lass das sein, scheiß drauf. Aber jetzt habe ich das immerhin schon mal gelernt, dass es gar nicht so schlecht ist. Na gut. Das schaffen wir heute sowieso nicht mehr. Wir brauchen echt erstmal einen fucking Rucksack, Alter. Okay, wenn wir jetzt nach unten rennen, dann kommen wir unten nochmal gleich irgendwo in ein kleines Dorf. Auf jeden Fall haben wir ordentlich Futter. Bisschen Waffe, aber
Immer noch kein Rucksack, wir brauchen Rucksäcke, Mann. Geilsten wäre ein Auto, wenn jetzt ein funktionstüchtiges Ein Auto Fahrrad finden würde mir würden. schon langen. Fahrrad, ja. Und bei Nokellas nehme ich wieder mit. Ja, toll, da ist doch eine Munitionskiste. 44er. Shotgun, da drin ist eine Axt. Was? Boah, Digga, ich habe ein Crossbow. Also ein Dings hier, wie heißt das? Eine Armbrust. Das ist nice. Hier ist nochmal Munition, 380er, die nehme ich gleich mit. Aber kein Pfeil, aber egal, die muss ich mir gleich craften. Komm, willkommen zu der Stelle, wo du erschossen worden bist. Da müssten wir eigentlich jetzt hin, weil wir jetzt unten auf der Karte auf dieses, wo das Fragezeichen Ja. ist. Und dann, wenn wir die Straße außen rum gehen, da bin ich drauf gegangen. Muss mir nochmal eben zwei Pfeile craften hier. Ich will mal kurz gucken. Ich kann mir jetzt auch wieder einen Bogen machen. Kann ich mir noch Dings machen? Immer dieses Branch, ne? Ja, die schmeiße ich auch immer weg, die Teile. Die bringen einfach gar nichts. Also als Knüppel am Anfang. Da ist ein Wolf. Wieso kommt schon Wolf? Jagt das Reh, jagt nicht uns. Er jagt das Reh echt. Nee, doch nicht. Doch. Beschissener Wolf. Los, jag's weiter. Bloß nicht auf die Idee, uns zu jagen hier, du Penner. Ist aber schon scheiß Wolf, ne? Kriegt das Kriegt nicht? er nicht geschissen, ne? Ne. Jetzt bleibt er stehen, verhungert oder was? Nee. Habe ich nicht den. Bin ich denn bescheuert? Was? Wo ist denn meine. Mein Bogen, ey? Oh. Hast du den vielleicht gerade aus Versehen fallen lassen, weil du keinen Platz mehr hattest? Ja, kann natürlich auch sein, ne? Aber ist jetzt egal. Scheiß drauf. Brauche ich nicht mehr. Bogen ist was für Weicheier. Ja, wir kommen der Sache näher hier. Ja. Ja, ich glaube, hier muss das ungefähr gewesen sein, so D9, D10, C10, irgendwie so. Wieder an der Stelle des Todes. Hast du gerade versucht, das Reh zu boxen da, oder was? Ja. Den Hirsch. Ich hab's im Gefühl, Digga, hier finden wir jetzt Loot. Hier finden wir jetzt richtig crazy stuff. Sagt dir das?
Ne. Hier und da hinten sind ja auch noch mal Häuser. Ah ne, wobei hier noch nicht. Das sind nur Lagerhallen. Ich habe irgendwie gedacht, das ist eine Tankstelle oder so. Darfst du mal hingucken, wa? Ja, klar. Aber ich glaube nicht hier, so wie das der aussieht. Gehen wir zusammen rein, ja, ne? Ja, können wir machen. Okay. Zieh schon mal die Waffe, falls hier doch irgendwas um die Ecke Hier ist kommt. aber nichts. Stimmt, hier brennt nur eine Feuertonne irgendwie. Hatten wir das irgendwie Hoffnung gemacht, hier was zu finden. Hier ist ein Regal, hier sind ein paar. Eine Pfeife. Ach so, nee. Bleipumpe. Bleipipe? Pipe ist eine Pfeife eigentlich. Und eine Empty Bottle. Mit denen kann man bestimmt irgendwas craften. Gucken wir mal. Oh nein, kannst du ja nicht machen. Mit einer Empty Bottle Da kann oben ist man einer. auch nichts machen. Wo? Gerade aus Zoo war einer, der Echt? ist runtergelaufen. Da hinten läuft er, sie sind. Da, er ist nackt. Er ist nackt. Scheiße, ich hab's nicht aufgenommen. Oh, scheiße, Mann. Doch, ich hab ihn im Blick sogar. Wie er nackt da, der hat sich bestimmt gerade eingeschüttelt irgendwie, die Sau. Lass uns mal einmal geradeaus rüber. Ja. Oder er soll so Lockvogel sein. Für. Jetzt kommen seine Kollegen Und ma und ficken uns. machen uns richtig kalt, ey. Kommt man in so einen Container rein? Nee, ne? Ne, ich guck nochmal, sehe ich ihn noch? Den Nackten? Den Perversen? Nee, ne? Ne. Ne, in die Container kommt man nicht rein. Lass uns mal links nochmal hier in das große Häuschen. Ja. Aber das sind wieder so eine Lagerhäuser. Hier geht wieder gar nichts. Kannst du wieder Woodplanks sammeln ohne Ja. Ende, aber. Wenn man keinen Platz hat, bringt das auch nicht Nee, viel. lass uns weiter. Ja, denke ich auch. Sollten auch nicht zu. Da ist er wieder, der Nackte. Der sogar eine Waffe. Einen Bogen hat er. Hey man, what's up? Why are you naked? Damn, that shit. We are in position C9. Komm, lass uns mal weitergehen. Ich bin noch ta. I don't know, we are just go down the road and chill and search for loot. Boah, Digga. You son of a bitch. Digga, du bist richtig der Hurensohn, Alter. Digga, das ist kein Plan, Alter. Ihr seid so schlecht, Mann. Man ist nur nett und du haust einen hier über den Haufen, Alter, echt. Spasti, Alter, echt. Ich hab mich ausgelockt. Was für eine Missgeburt, Alter, echt. Digga, sowas ist doch scheiße. Er ist auch tot. Digga. Wieso ist er auch tot? Ich hab da noch geguckt eben. Er Aber wurde erschossen. ist er verblutet oder was? Ja. Digga. Ja. Ich glaube, das war's. Ich spiele das Spiel nie wieder. Da ist einer. Ja, die haben ihn geschnappt. Mit dem Auto. Digga, alter Vater. Die haben ihn Hast du geschnappt. das aufgenommen? Ja. Ich nehme Ja, jetzt die Headset geil. auf. Die haben ihn geschnappt. Gegen die hätten wir auch keine Chance gehabt. Die haben Scharfschützengewehre, alles. Die looten uns gerade, die machen uns, ziehen uns gerade aus da. Die nehmen uns alles weg. Wenigstens haben sie ihn über den Haufen gefahren. Ihr seid wirklich. Weißt du, da bist du echt nett, unterhältst dich mit einem, der nackt ist, weißt du? Der schießt dir gleich einen Pfeil in den Kopf, ey. Ey, man muss einfach Arschloch sein. Ich glaube, wir müssen in Zukunft einfach alles über den Haufen ballern, was uns über den Weg läuft.